So, dass man vielleicht schaut, wo ist wer wann, und nicht schaut, okay, jetzt will ich nur für das bestimmte Verbrechen das anschauen. Können wir vielleicht kurz einmal auf die Gesetzeslage Aber eingehen? ich glaube, es ist nicht nur die Daten, die gesammelt werden, das Problem, sondern die Überwachung an sich. Weil die Leute verhalten sich anders, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden. Das stimmt. Und da gibt es zum Beispiel, es gibt ja auch diese Versuche jetzt, Überwachung im kleinen Stil bei so Klo-Männern oder sowas, wo da sitzt einer neben einer Schüssel neben dem Klo und dann musst du 50 Cent reinhauen. Wenn der nicht da ist, hat niemand was rein. Systembezogen ist oder vielleicht auch das repräsentiert, dass es in Richtung autoritärer Sache geht. Ja? Zumindest frage ich mir das immer wieder. Und wenn wir zu kurz über das drüber schauen, es gibt ja schon, was zum Beispiel für mich dieses Rettungsrufen oder Rettung informieren, wenn ich zum Beispiel sage, ich überwache jetzt in Wien ein U-Bahn-Gleis, ja, und schaue, wenn da jemand runtergeschmissen wird, dann oder erkenne das und schaue, dass die U-Bahn dann stehen bleibt, das wäre für mich irgendwie eine Sache, wo man sagt, das könnte schon eine sinnvolle Videoüberwachung sein. Die Frage, ob ich jetzt, da jetzt irgendwie erkennen muss, wer da oben ist, ist wieder andere. Ja. Und ob ich es Oder. überhaupt brauche. Weil ich denke eigentlich nur gleich auf die U-Bahn-Schläge dort, was eigentlich auch einen Notruf drücken könnten. Könnten, ja, das stimmt, Ist es ja. die Frage, ob es nicht eine gewisse Entmündigung ist, oder die Menschen damit so zu erziehen, dass man sich. Kümmert sich eh darum. Genau, es kümmert sich eh darum, ich bin nicht mehr zuständig. Also es ist eh unter Kontrolle und auch Zivilcourage Ja, reduziert und so, ne? Also bin ich jetzt dran. Ja. Nein, ich finde das Beispiel gut, weil irgendwie wäre es cool, wenn man das selber entscheiden könnte. So als Demokratie, dass man sagen, ja, so eine Videoüberwachung findet man okay und die findet man nicht okay. Ja, wo man dann schauen kann, ist das überhaupt, wird das unter die gesetzliche legale Lage fallen. Generell ist so, dass dann bis zu 72 Stunden irgendwie das so maximal gespeichert werden darf, die Daten, und dann müssen sie gelöscht werden. Wie man das irgendwie durchführt oder nicht. Und das kontrollieren kann, ist natürlich wieder eine ganz andere Sache, das steht dann auch drin. Und wenn die dann öffentlich Plätze überwacht, muss die gekennzeichnet werden. Ja? Es gibt dann nur extra Gesetze, das ist irgendwie so privat, zivilgesellschaftlich, Firmenüberwachung, und dann gibt es halt extra polizeiliche oder Videoüberwachung, die nochmal irgendwie extra gehandhabt wird, gesetzlich. Das ist so die eigentliche Lage, die jetzt meiner Meinung nach gar nicht so tragisch ist. Das hört sich eigentlich ganz okay an, würde man so denken. Die Praxis ist gefühlt ein bisschen andere. Ich weiß nicht, ob ihr arbeit.at kennt. Wenn nicht, auf jeden Fall mal anschauen. Das ist ein Projekt, wo eigentlich einfach ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Videokameras, die man von der Öffentlichkeit sehen kann und die öffentliche Plätze oder öffentliche Dinge überwachen vor Geschäften, die halt dann zufälligerweise ein bisschen mehr als den Geschäftseingang überwachen, aufzuzeichnen und auf einer Karte einzutragen. Und wenn man da auf Graz geht, ergibt es ja ziemlich krasses Bild und sieht man, dass da viele Kameras einfach ziemlich sicher nicht angemeldet worden sind, das nicht gefragt worden ist oder einfach auch nicht ausgezeichnet worden sind.